denke, das wichtigste Thema in Haidhausen ist die Situation der Mieten. Das ist das Thema Stadtsanierung, das ist das Thema Wohnungsbauförderung. Dass du dich jahrelang, jahrzehntelang eingesetzt als Stadträtin, als BA-Vorsitzende. Es ist auch viel passiert, aber wohl nicht genug. Das Problem ist, dass wir ganz einfach jetzt zu Ende mit der Sanierung sind. Viele Gesetze aus dem Baugesetzbuch jetzt wegfallen dadurch. Die Sanierung ist ja aufgehoben seit ein, zwei Wochen jetzt. Und wir unbedingt die Erhaltungssatzung fortgeschrieben haben müssen, aber neue Instrumente dazu notwendig sind. Also man muss sich das einfach nochmal neu mit neuen Situationen anpassen und fertig werden, damit das wieder Zähne kriegt, diese Instrumente, die wir jetzt haben. Und das ist ein eindeutiger Fall für den Bundestag. Das ist alles im Bundestag. Eindeutiger Fall für den Bundestag. Im Stadtrat sind uns die Hände gebunden. Aber in Berlin muss eindeutig was getan werden. Da kenne ich die Situation so, dass München natürlich als eine der wenigen Städte gilt, die Wohnraumnot haben, wo die Mieten sehr hoch sind. Anderswo werden Wohnungen abgerissen. Weil zu viel Wohnungen da sind und eine Sondersituation wie München ist in Berlin noch nicht auf das nötige Gehör gestoßen und da werde ich kämpfen müssen. Das ist auch Frankfurt, ne? Das sind die zwei Städte, die oder Hamburg und vielleicht noch Düsseldorf. Die großen Städte, die einfach auch Köln, überall ist Wohnungsmangel und in den Osten reißt man halt die Wohnungen ab. Das ist halt das Problem, das wir alle haben.